Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge TFT. Ja, letztes Mal wurden wir ziemlich auseinandergenommen. ja, dieses Mal versuchen wir ein bisschen was anderes. Glacier haben wir schon gemacht. Die Taktik mit Kyle und Kindred haben wir auch schon gemacht. Vielleicht gehen wir mal auf Assassinen. Oder Dämonen. Dämonen ist auch richtig spannend, weil die, wenn man viele Dämonen hatte, ist die Mana-Verbrennung richtig gut. Aber mal schauen, was wir bekommen. Ich will sie. Ja, sie. Wunderbar. Aber wir hätten auch ihn nehmen können. Aber da war ich zu schnell. Gut. Elise ist nämlich auch ein Dämon. Genau. Genau, ab 6 gibt es halt 70% Chance auf Mana-Verbrennung. Das ist eigentlich, ja, jedes zweite Mal mehr oder weniger. Und, das ist halt, ja. Okay, und vor allen Dingen, wenn der Gegner auf Magier geht, ist das halt super. Da muss ich halt dann schauen, ob der wirklich, auf Magier geht oder wer auf Magier geht, weil Assassinen bzw. Fernkämpfer die sind nicht so super, wenn. Oh. Okay. Wir ändern die Taktik. Wir gehen auf Fjord. Oder vielleicht auf Dämon. Mal schauen. Der geht auf. Was macht der? Der kauft sich nichts. Okay, der spart wahrscheinlich. Der kauft sich Wild. Bogenschützen. Okay. So, jetzt brauchen wir. Okay, sehr schön. Jetzt brauchen wir halt einen Tank. Die Dunkelheit sollte mich fürchten. Okay. Lernkreatur ist auch, kann ich auch mitnehmen. Ah, wir haben noch so einen bekommen. Das ist natürlich auch super. Ah, da, 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 da. Hier haben wir noch eine Lernkreatur, aber Lernkreaturen gehen erst ab 3 los. Ja. Hier nehmen wir dann die damit und vielleicht den Klingenmaster. Den Master auf Disaster. So. Genau, dann schaue ich nochmal kurz. Ja, Varus wäre auch. Varus. Varus ist erstens ein Bogenschütze und er ist ein Dämon. Ein Demon. So, ich schau mal kurz, was unsere Items uns geben und der macht uns gerade platt. Aha. Okay, aber der hatte auch vier. Der hatte auch vier. Leutchen. Gut, das da ist schön. Das da ist auch ganz schön. So. Gut, also, also das Beste ist der da.
Das macht gerade am meisten Sinn. Auch wenn Mana Damage ein bisschen, ja, unnötig ist, aber er halt die Vayne. Okay, der geht's eher auf normalen Schaden, würde ich mal so sagen. Wir schauen uns gleich mal an, was die ersten drei vier Teams haben. Ja, die fetzen sich noch. Okay, der hat zweimal. Ah ja, okay. Der hat zweimal Bogenschützen. So, ich glaube, wir sparen jetzt. Oder nehmen wir hier noch welche mit? Ja, ich glaube, den nehme ich noch mit. Ah, hier, den, das habe ich wieder vergessen, dass wir Level Up sind. Aber das finde ich auch so als super, dass der das dann automatisch reintut. Okay, der geht zum Beispiel auf Magier. Okay, wir werden der Vorletzte sein. Ist nicht ganz so super, aber es geht. So, was brauchen wir? Dämonen. Also der ist sehr schön. Die da wieder. Also ich glaube, Lys wird genommen wegen der Pfanne und der da wird nicht genommen. Ich glaube, Aatrox bleibt frei. Ah, hier bin ich. Okay. Oh, ich bin sogar der Letzte. Aatrox, komm her. So. Dann werden wir ein bisschen dämonisch unterwegs. Was macht das da? Verbrennungsschaden. Ich glaube, Verbrennungsschaden ist gar nicht so. Nee, ja, Fähigkeiten machen Verbrennungsschaden. Das Ding ist halt, er macht flächendeckende Fähigkeiten. Und das wäre ja gar nicht so schlecht. Okay, das gewinnen wir auch. Das ist schon mal gut. Der hat schön Damage gemacht. Klingenmeister, genau. Und der ist auch Klingenmeister. Ah, da brauche ich drei Klingenmeister, alles klar. Dann noch eine. Das ist super. Ich weiß nicht, ob ich die austauschen soll. Also erstens ist es. Ja, doch, mache ich. Das mache ich. Ich glaube, das ist richtig, weil dann bekomme ich den Klingmeister. Nee, den Dämon und noch den Bogenschützen. Ja, oder war es vielleicht falsch?
vielleicht war es auch falsch. Ja, Atrox macht da wahrscheinlich nicht so viel Schaden wie die Triss. Ja, wechseln wir wieder. Ich weiß gar nicht, ob ich die schlagen kann. Sobald, also, ja, wenn die gut fokussieren, dann sollte ich die schon schlagen. Das sollte schon machbar sein. Oh. Mhm. Ich bin ja schon wieder Level up. Dann hätte ich ja den Atrox drin lassen können. Oh, ich bin so ein Idiot. Naja. Aha. Aha. Ja, das ist doch mal schön. Die Frage ist, wer bekommt das? Das ist fein. Nö. Nö. Das ist auch gut. Ha. Das ist jetzt die Frage, wer den bekommt. Red Buff. Oder den da. Ich mach mal den da. Mal schauen. Genau, jetzt kann der halt seine blöden Fässer nicht machen. Weil er kein Mana hat. Das ist natürlich auch super. Aber er bekommt trotzdem Geld. Ein bisschen nervig, dass das Seil dann immer zusammenrutscht. Ah, aber hier ist es auseinander. Gut, hier brauchen. Ah, Dämonen-Assassine. Sehr erfreut, sehr erfreut. Die da brauchen wir dann. Ja, Klingenmeister. Aber der Klingenmeister. Haben wir jetzt zwei. Jetzt haben wir drei Klingenmeister. Klingenmeister gibt einen zusätzlichen Treffer. Alter, wie der reinhaut hier. Ah, das war knapp. Das war knapp. Ja, cool. So, Imperial und Assassine. Das interessiert uns gerade nicht. Warte. Wir gehen mal jetzt hier hin. So, ich schau mal kurz noch mal, was das. Die beiden sind cool. Die machen Solari. Na, der hat schon eine Ash Level 2, nicht schlecht. Das ist nicht gut. Das verlieren wir auch. Not bad. Nicht schlecht, nicht schlecht. Gut, aber dann kommen wir früher an das Rundel. Das ist auch gut. Wo sind die Dämonen? Da bin ich. Jo. Dämonen gibt es hier nicht, glaube ich. Das ist, glaube ich,
Lernwesen und Schläger. Da ist er. Das ist Aatrox. Und der bleibt eigentlich immer übrig. Auch wenn er die Rüstung jetzt nicht das ideale Item ist, aber ja, die anderen hatten auch kein besseres, finde ich. Und wir sind ja sowieso gerade auf Losing aus. Warte, was gibt es? Achso, entwaffnen, ja. Ja, wir sparen. Wir müssen ja jetzt nicht gewinnen. Die da können wir eigentlich auch verkaufen. Aber müssen wir ja gerade nicht. Ah, der geht auf Assassinen. Und zwar heftig. Und zwar sehr heftig. Ja, wieso ist der so weit unten? Ah, das ist auch alles nicht das Wahre. Aber wir sparen. Wir sparen. Nächste Runde können wir dann ausgeben. Da brauchen wir nicht. Nein, doch, die hätten wir gemacht. Also, ich bin so ein Idiot. Stupido. Ja, Mann, Tobi. Denk doch mal nach hier. Jetzt kämpfen wir gegen den. Gegen den haben wir verloren, ne? Ganz knapp, aber das ist besser so. Dann haben wir nämlich plus 2 dann nächste Runde. Oder? Plus 2? Ja, jetzt. Hier, den bekommen wir. Ja, dann holen wir uns noch eine Assassine. Die stelle ich jetzt hier hin, damit sie den Buff bekommen von ihm. Und dann springt sie ja rüber. Also jetzt nicht, aber bei den Feinden. Dann nimmt sie quasi noch den Schild mit. Wow. Normalerweise nimmt sie den Schild mit. Na, nur eine Träne. Was machen denn die beiden Items zusammen? Die machen nichts Wichtiges. Die machen nämlich Schmarrn. Gut. Ich werde Ihnen zeigen, wie es ist. Ja. Die habe ich gerade verkauft, die brauche ich nicht. Nein. Ich weiß, was in den Schatten lauert. Ich hab nur noch 33. What? Schmerz ist mein Geschenk für euch. Mit Ehre. Okay.
Okay. Also, wir brauchen noch zweimal Tristana. Dann haben wir eine Dreier. Passt halt ja jetzt nicht so wirklich rein, aber. Ja, ist eine Dreier Tristana. Oh Gott. Okay, den verlieren wir auch. Ich spiele immer lieber auf Sieg als auf Niederlage, aber. Oder lösen wir sie auf? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Oder wir holen die Elise nicht. Na komm. Da ist die Tristana. Safe. Ach, das war das gewinnen wir. Das ist der eins über mir, ja. Ah, gegen den haben wir letztes Mal verloren. Wegen der Freeze. Okay, jetzt bin ich nicht mehr der Letzte. Was wollen wir denn haben? Evelyn wäre sehr schön. Der wäre auch gut. Wegen dem Item. Das macht er ihn gleich zum Dämonen. Beziehungsweise die Einheit mit dem Item wird zum Dämonen gemacht und das heißt, wir können das auf die Tristana tun. Dann würde es sich sehr lohnen, sie zu holen. Okay, jetzt haben wir einmal gewonnen, jetzt müssen wir mehr gewinnen. So, genau, der da kommt nämlich weg. Den da holen wir. Die da holen wir. Verdammt. Der kommt. Die kommt weg. Der wird verbunden. Ja, Varus ist gerade hier. Und jetzt ist er nämlich ein Dämon. Und die tun wir dann gleich auch rein. Dann haben wir Vierer Dämon. 50% Chance auf verbrennen. Ich weiß nicht, ob wir das da gewinnen. Ich glaube nicht. Schade um die Zinsen. Aber die Zinsen sind jetzt auch eher nebensächlich. Komm, ich mach das so. Weil noch einmal verlieren darf ich eh nicht. Ja, das sieht gut aus. Oder doch nicht. Boah, das ist gemein, beide zu erfrieren, ist halt wirklich gemein.
Okay, die Evelyn muss noch stärker sein. Hier. Hätte ich beinahe übersehen wieder. Trottel. So. Nee. Mit Ehre. Dieser Herr? Nee, nee, nee. Aha. Okay. Jetzt muss ich mal überlegen, weil der Brand ist auch super gut. Der ist super gut. Ich glaube, den tausche ich mit ihr aus. Ich glaube, so ist es gut. Ich glaube, so passt es. Rain. Die Dunkelheit sollte mich durchziehen. Oh, verdammt. Okay, ich glaube, das war's jetzt. Ja. Nee, die. Ja, der hat einfach. Der hat einfach viel zu viele Level 3er. Oh Mann. Fünfter Platz. Oh, das ist aber nicht gut. Naja. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ihr habt wieder was mitgenommen zum Lernen. Bis nächstes Mal. Bye.